Ja, moin zusammen, herzlich willkommen zurück im nächsten Part von unserer Iron Man Challenge. Ja, Uwe ist noch weg, ne? Ich habe gleich den nächsten Part aufgenommen oder will den nächsten Part aufnehmen. Wir gucken jetzt mal, ob wir das hinkriegen mit Rückzug. Ja. Oh. Uwe. So, alles zünden. Ist okay. Der hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Aber wir machen auch kein Damage. Das ist unser Problem gerade. Ich hoffe, wir kriegen. Wir haben ja noch Freudentaumel. Da können wir uns einmal komplett oder Uwe komplett hochheilen. Und nebenbei heilen wir ihn jetzt auch so. Aber was willst du machen, ne? Ja, gleich Action am Anfang, Alter. Richtig geil. Geil, geil, geil. Und da können wir uns in Ruhe hier durchboxen. Wieder zurück. Also weg, ne? Oh, Gottes Willen. Zum Glück wusste ich, was uns. Ja, irgendwas passiert ja, ne? Also, wenn man hier reinschwingt. Ich hatte schon gedacht, dass er uns sofort erwischt. Alter, 1200 Erfahrungspunkte. Nice. Und jetzt müssen wir uns hier rausboxen. Wir gehen hier rechts lang, ne? Gehen wir hier rechts wieder hoch. Vielleicht kriegen wir das hier hin. Da müssten wir dann durch. Wir boxen uns jetzt nach und nach durch. Ganz einfach, ey. Ich habe da keinen Bock drauf, auf einmal zwei Gegner zu haben oder so. Das war ja jetzt schon Aufregung genug, ne? Aber ich wusste ja, entweder wir kommen da rüber und können noch Uwe rufen, oder wir kommen rüber und er greift uns instant an. Das kann ja passieren und waren ja darauf vorbereitet. Ist ja jetzt nicht so, dass ich blauäugig da reingesprungen bin. Ich wusste ja ungefähr, was passieren würde. So. Gut, Bauarbeiten sind immer noch nicht, ne? Die quatschen da unten gerade. Mal gucken, ob es noch passiert, dass wir hier. Oh, das sind die Schellen. Das sind die Schellen, Alter. Okay, halte durch, mein Bester. Halte durch. Jo. Aber auch nur diese fette Attacke von den Viechern, ne? Nur diese fette Attacke. So, wir hatten im letzten Part noch das Ding mit der Alpha, ne? Also man hat jetzt schon ein paar Sachen gesehen, auch ein paar Bugs und sowas oder ein paar Fehler, die sich da eingeschlichen haben. Ist ja auch dafür eine Alpha, ne? Und sowas. Aber ganz ehrlich, Leute, es ist mega geil. Habt ihr gesehen, welche wie sie es wieder machen mit den Raid-Buffs und sowas? Gibt ja nur fünf Klassen, die einen haben. Im Moment in der Alpha, ne? Nur im Moment in der Alpha. Ist jetzt nicht so, dass es so bleiben könnte oder sowas. Ne? Das testen sie ja aus, dafür ist es ja da und so. Von daher bin ich mal gespannt, was sie da raushauen werden. Aber im Moment ist es ja so, dass ich glaube, Magier, Krieger und Priester einen Raid-Buff haben, den sie drücken müssen, also immer aktualisieren. Und Schurken und Dienernte haben eine Passiva. Zum Beispiel. Und die halt genutzt werden können. Warte mal. Einmal Ugwe freigeben. So. Runter. Und beschwören. Jo. Oh, instant. Instant, Alter. Das gibt's doch nicht. Ugwe, du kannst doch nicht so viel Aggro ziehen. Heftig, Mann. Ugwe wäre kaum da, ne? Der hat sich noch nicht mal bewegt, ey. Junge, 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 Junge. Und da bin ich echt drauf gespannt, wie das ablaufen wird, ne? Weil wir haben zum Beispiel höchstwahrscheinlich keinen Schurken in der Raid-Gilde oder in der Raid-Gruppe bei uns. Und habe gelesen, dass es auch Schriftrollen geben soll. Diese Schriftrollen geben aber nicht diese volle Prozent von dem, was diejenige Klasse geben könnte, ne? Also du bist schon ja, reduzierter Damage dann, ne? Also du willst natürlich dann irgendwie versuchen, dass man alle Klassen irgendwie hat, ne? Aber wer spielt schon gerne Schurken? Ich rede nur von mir, Leute. Ich rede nur von mir. Tut mir leid. Für alle Schurken-Mains. Ich gönne euch eure Klasse, definitiv. Ist halt nur nicht meine, ne? Also jeder, der meinen Stream verfolgt hat oder so, der weiß ganz genau, dass das nicht meine Klasse ist. So, dann sind wir doch gleich draußen, ne? Da sind wir doch gleich draußen. Das ist doch was Wunderbares. So, erstmal Irreführung auf den Guten drauf. Oh, habe ich noch gekicken können? Okay, kam auf jeden Fall kein heftiger Schaden rein. Oh, jetzt wird gebollert und ich höre es. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ihr seid verschont, hoffe ich doch, weil es re relativ leise ist. Aber man weiß ja nie, ne, wie der Schall weitergetragen wird. Das, so, da kommen wir wieder raus. Nice, Freiheit. Ne?
Wie im guten Film Braveheart. Oh, Hack, 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 Slack hier. Hat er gut überstanden, der Uwe, ne? Ja, mein Baby. Sehr schön. Oh, das ist ja echt räudig, ne? Dieses Heil, diesen Heileffekt, den römmeln wir öfters drauf als irgendwelche anderen Attacken. Heftiger Shit, So. Erstmal raus hier. Puh. Oh, 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 Zorn. Nein, den wollen wir nicht abkriegen. Oh, shit. Ja, aber das mal dazu, was man so jetzt in der Alpha jetzt schon mal sehen konnte und so. Aber, ja, ich bin echt gespannt. Oh, ich will spielen. Ich will es immer noch spielen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht gehypt wäre oder so. So, erstmal 11.000 Erfahrungspunkte wieder kriegen. Glitschige Zeichen. Ich habe mich hier schon niedergelassen. Was? Ich habe mich hier schon niedergelassen, bevor Kraulsumpf gegründet wurde, um meine Tränke zu brauen und etwas Frieden zu finden. Ich kenne diesen Sumpf wie meine Westentasche. Die Fauna hat sich hier in letzter Zeit verändert. Diese geflügelten Schlangen, die ihr vielleicht im Stagalsumpf gesehen habt, sind Windnattern. Und die hat es hier schon seit Urzeiten nicht mehr gegeben. Sie geben allerdings hervorragende Zutaten ab, wenn es die sind, für die ich sie halte. Doch seid so gut und bringt mir ein paar ihrer Herzen, okay? Doch. Apropos Sumpfnattern, kriegen ja neue Modelle, ne? Wurde ja gezeigt, schöne HD-Modelle. Hier gibt's nichts. Alchemie gibt's, glaube ich, auch nichts. Das ist danke. Alles neu, alle HD-Modelle werden, also alte Modelle werden ordentlich bearbeitet. Finde ich gut. Finde ich echt cool, dass die Macher, ne, sich darum kümmern, um alten Content. Ne? Einfach so. Oh, Blitzschlag. Oh. Aber haben auch keinen Buff oder sowas, das ist okay. Und Stufe 55, der ist 2 Stufen unter uns, das ist okay. Das nehme ich doch gerne hin. So, hast du ein Herz für uns? Ja. Ach, eine grüne Hose. Wieso hast du eine grüne Hose? Alles grüne Schitte. Ja, das können wir nicht anlegen, ne? Das können wir nicht anlegen. Die zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall behalten. Weil, ne? Vorlage, ne? Und so. So, Feuer frei. Wir müssen wir heilen. So, und Kick. Ja, es läuft einfach alles. Und ja, hat man ja auch schon gesehen, dass die Macher oder die Blizzard-Leute sich um alten Content kümmern. Allein schon von der Levelfahrt. Oh. Ja, kriegen wir nicht durch. Macht aber auch keinen Schaden, okay. Gut. Macht auch nicht wirklich Schaden. 2 Herzen schon. Gibt hier 100% Herzen-Party oder was? Das wäre doch mal was Feines. Das ist doch eine geile Droprate. So, einmal kicken. Wir stellen uns mal dazu. Dann können wir mit Donnerknall hier nochmal. Kicksdonner. Donnerknall. Lol. Nochmal unterbrechen. Aber brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Stirb vorher. Easy. Ja, Alter. 100%. Nice. So. Stellen uns mal diesmal dazu, dass wir nochmal diesmal den Kriegsdonner. Bam. Und gleich danach. Kick. Ready. Jupp. Easy, so macht man das. Ja, Mann. Oh, herrlich. So kann die Ironman Challenge weitergehen. So schaffen wir auch einige Level, Mann. Zum Glück hatten wir es. Nein, ich habe keinen Kick ready. Die Möglichkeit schon vor der. Ja, wo sich die Levelphase geändert hat, zu questen, reinzukommen und sowas. Natürlich ändert sich alles, ne? Von der Schwierigkeitsgrad her. Aber wir haben unsere Klasse kennengelernt. Wir wissen, wie die Gegner reagieren und so. Also Teil der Gegner und sowas. Man ist ja schon damals ein bisschen anders rangegangen an die Sache, als wenn man normal levelt. Ne? Da prescht man durch, auch jetzt wieder. Ich glaube immer noch, dass sie was geändert haben und so. Und aber bei Ironman Challenge hat man immer aufgepasst, was die Gegner machen. Ne? Alles im Blick und so. Wisst ihr das? Der Drache und der Tempel. Diese Schlangen müssen aus dem Tempel von Atal Hakar kommen. Ich hatte bereits einen Hinweis. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Besucher, der meinte, ich solle die Augen nach
dergleichen aufhalten. Ein Elf mit Namen Itarius. Ich glaube nicht, dass er wusste, dass ich sein Äußeres durchschauen konnte. Er war ein grüner Drache in Verkleidung, wollte bestimmt seinen gefallenen Brüdern helfen. Er ist sicher hinter irgendwas her. Itarius ist zum Tempel selbst aufgebrochen. Vielleicht sucht ihr besser nach ihm. Irgendetwas Übles geht hier vor. Schön, dass ich helfen konnte. Oh, ich will nicht in den Tempel. Nee, das möchte ich nicht als Mount. Hier so einfach irgendein Reiter. Ja, so, easy. Okay, dann müssen wir jetzt zum Tempel, Leute. Gucken wir mal, was da so geht. Aber irgendwelche Spinnen wollte ich jetzt nicht pullen. So, easy, oder? Easy. Nee, warte mal, wo ist mein Wasserschreiter? Haben wir doch. Haben wir da. Da ist er. Wasserschreiter ist da. Oh, Gott sei Dank. Gut. Top. Da sind wir. Oh, wir haben ja schon fast den Part beendet hier schon. Kann ich behilflich Junge, sein. Junge, Junge, Junge. So, Quest beenden. Quest beenden. Quest beenden. Danke. So, die Trolle, die in diesem Tempel lauern, haben meine Art Schreckliches angetan, Boliron. Wir wurden hierher geschickt, um diesen Ort zu schützen. Und stattdessen wurden wir benutzt, um die fürchterlichen Mächte darin zu entfesseln. Ich flehe euch an, um die Hilfe, die nur ein Sterblicher leisten kann. Ihr könnt meine Hand im Tempel sein. Würde ich allein eintreten, könnte auch ich gegen meine Brüder gewendet werden. Wir werden einen Pakt schließen. Wenn ihr mir helfen wollt, sammelt Artefakte der Atalai aus den Wassern um den Tempel herum und bringt sie zu mir. Oh shit, Leute, wir müssen echt in den Tempel runter. Aber erst können wir Sachen sammeln. Yeah, wir sammeln Sachen. Sachen sammeln, geil. Finde ich gut, dass wir nicht jetzt schon in diesem Part darunter müssen. Dass wir das im nächsten machen. Wir sammeln jetzt nochmal hier die Relikte ein. Ich glaube, das wäre noch drinne, ne? Das ist noch drinne. Und dann gucken wir mal, dass wir das alles im nächsten Part weitergeht, ne? Wir haben schon einige Parts hier in diesem Gebiet gemacht. Haben wir überhaupt schon Kapitel gemacht? Ein Kapitel haben wir bisher gemacht. Junge, Junge, Junge. Kommen wir an dem vorbei, ohne angegriffen zu werden. Ich mache schon mal die Heilung auf Uwe. Ja, da werden wir angegriffen. Sehr schön. Gut, 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 gut. So kann das sein. Alter, der hat ein Angriffstempo. Da sind die Monarchs ja gar nichts gegen, Mann. Guckt euch das an, wie der zuckt, Junge. Oh, 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 oh. Na, schieß doch. Oh, so. Dann haben wir es doch gleich, ne? Die zwei noch. Easy, Alter. Was ist das für eine geile Quest? So. Hat er wahrscheinlich gedacht, dass es mehr Fische hier gibt, ne? Dann haben wir schön ausgelöscht hier. So, dankeschön. Jetzt nehmen wir mal hier den tiefen Bewohner. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Geil, oder? Ich finde die Animation richtig. Oh, was ist denn hier los? Blutelfenjäger, hallo. So. Gut, wir sind da. Wir sind da. So, mal besser. Weiter, Erfahrungspunkte. Ahu. Okay. Ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter. Und gucken mal, ob wir gleich hier darunter müssen. Ich glaube, da müssen wir echt ein paar Parts für aufsparen. Und ja, keine Ahnung. bisher läuft es ja relativ gut bei uns und ich hoffe, es geht so weiter. Ne? Ist ein Projekt, was mir ins Herz gewachsen ist und ich würde das gerne so lange durchführen, wie es halt wirklich geht. Ne? Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo ich auch nie mehr weiterkomme. Ne? Ihr habt es ja gesehen bei dem Boot, der Boot des Grauens, da war schon so weit fast. Ne? Also von daher. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Ne? Macht es gut, bis bald.